Ehemaliger ARD-Journalist. So werden wir von den Medien manipuliert. Wir wissen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Posten nach Proporz vergeben werden und dass entsprechend sich auch geäußert werden muss. Wir hatten also Palästina-Krise und dann haben wir 6 Tage lauter israelfreundliche Personen gehört. Also ich glaube auch nicht, dass wirklich Medien und Nachrichten dafür da sind, um Menschen zu informieren. Sondern wir sollen mit bestimmten Informationen gefüttert werden, damit wir. Es geht nicht darum, uns aufzuklären. Diese Art Deep State-Herrschaft, wobei wir als Kolonie ja nicht mal unseren eigenen Deep State haben dürfen, wir müssen dem aus Washington gehorchen. Digga, der macht Real Talk, sag ich dir so, wie es ist, Alter. Aber Sie meinen wirklich, dass die ganze Opposition in Deutschland vom Geheimdienst unterwandert ist? 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus. Von mir und der ganzen Love Gang. Natürlich, ihr seht die Herzen oben im Chat. Und zwar ziehen wir uns ein weiteres Video rein, welches heißt: Ehemaliger ARD-Journalist. So werden wir von den Medien manipuliert. Christoph Hörstel. Hörstel it in, man. Ich bin sehr gespannt. Sehr interessantes Thema, was mich auch sehr interessiert. Und deswegen gehen wir jetzt rein. Gerne schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentärchen schreiben auf jeden Fall. Und ja, let's go. Love you. Und hier stelle ich fest, läuft das eben wie zu Zeiten des Vietnamkrieges, als Dan Ellsberg seine Papiere nach draußen schaffte, dass wir hier praktisch geheimdienstlich unterwandert sind, die ganze Opposition. Man kann keinen Friedenstaubenzüchterverein mehr gründen, ohne einen Agenten drin zu haben, hat mal der Anwalt Dominik Storr gesagt. Und das ist Fakt. Aber Sie meinen wirklich, dass die ganze Opposition in Deutschland vom Geheimdienst unterwandert ist? Überall da, wo sich Oppositionelle zusammentun, werden Leute hinzugebracht, die den Laden in Schach halten. Davon hört man ja immer wieder, meine lieben Freunde, ne? Dass Leute, also gerade so Organisationen, die sich zusammentun, Menschen, die sich zusammentun, um was zu bewegen, dass da immer wieder Leute eingeschleust werden, damit man diese auch kontrollieren kann. Kontrollierte Opposition nennt man sowas so. Flavio, der Jutzte. Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Heute mit dem Publizisten und Parteigründer Christoph Hörstel. Schönen guten Tag, Herr Hörstel. Schönen guten Tag. Ja, Herr Hörstel, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir hier dieses Gespräch im Herzen von Berlin zu führen. Ich möchte mich mit Ihnen heute unterhalten über Ihre Vergangenheit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein junger Dude, ne? Flavio von Witzleben. Der hat ja einen geilen Namen, ja? Von Witzleben. Krass. Wo kommt das denn her, Alter? Was haben die denn? Normalerweise kommen Nachnamen ja von Berufen, gerade in Deutschland so, ne? Witzleben, was war das wohl mal für ein Beruf? Aber auch mal in den Fokus nehmen, wie es ist, in Deutschland eine Partei zu gründen. Und ich denke, da habe ich mit Ihnen einen sehr guten Ansprechpartner, denn Sie haben ja die Deutsche Mitte damals 2013 gegründet. Darüber möchte ich mit Ihnen heute zu sprechen kommen. Aber wir krass, der hat eine eigene Partei gegründet sogar und war ehemaliger ARD-Journalist, oder auch was? Auch gleichzeitig noch einen Blick rüber in die Ukraine werfen und die dort wirklich brisante Lage etwas genauer unter die Lupe nehmen, aber vielleicht zu Beginn möchte ich Sie einmal ganz kurz vorstellen, Herr Hörstel. Sie haben in München Sinologie, Französisch und Spanisch. Sinologie, was ist das denn? Kann mir das bitte einer erklären hier im Chat? Und haben oder bei YouTube in den Kommentaren, wo auch immer sehr viele intelligente Menschen sind, die mir einiges erklären, wenn ich danach frage. Ich liebe euch dafür. Daraufhin knapp 15 Jahre für ARD und MDR gearbeitet. Sie waren 2001 während des Sturzes der Taliban der einzig westliche Journalist im Land. Sie waren auch als Gastdozent am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg tätig. Und 2013 haben Sie dann, wie gerade von mir schon angekündigt, die Partei Deutsche Mitte gegründet. Und ja. Gibt's die noch? Nee, war? Oh, die haben heftigen Sicherheitsabstand aber hier, die zwei. Vielleicht zu Beginn, Sie waren 15 Jahre beim Öffentlich-Rechtlichen aktiv, Sie waren Sonderkorrespondent beim ARD und später auch Moderator von MDR aktuell. Wie haben Sie denn rückblickend, Herr Hörstel, diese Zeit erlebt? Ganz kurz vorneweg müssen wir einhaken. Ich habe tatsächlich jetzt die dritte Partei, die ich führe. Ich habe
2013 zum 1. Mai die Neue Mitte gegründet. Bin dort im August, wenn ich das recht erinnere, ausgetreten und habe die Deutsche Mitte dann gegründet, die ich 2017 nach der Bundestagswahl verließ, um wieder die Neue Mitte zu gründen, die sich inzwischen umbenannt hat in die Neue Mitte. So ist das. Und im Prinzip, denke ich, ist so etwas in Deutschland notwendig, weil wir von außen nicht wissen können, und da können wir ja später dann drüber sprechen, was das bedeutet, hier eine Partei zu gründen. Und ich lerne noch täglich dazu. Also, oh, das ist spannend. Und jetzt dann zu Ihrer Frage mit der ARD. Da war ich ja tatsächlich zuletzt beim Sender Phoenix angestellt. Und da als Chef vom Dienst und stellvertretender Redaktionsleiter und sowas, bis ich dann eben die Lust verlor, mein Gesicht und meinen Namen für diese Art Journalismus herzugeben. Das ist so der kurze Abriss. Und jetzt bin ich nochmal dankbar. Da gibt es auf jeden Fall immer mehr Leute, ne, die einfach das nicht mit sich selbst vereinbaren können. Das heißt, es gibt immer noch Leute, die auch ein bisschen Ethik in sich tragen und sagen so, ey, nee, auch für das Geld und so, ich kann da nicht einfach mein Gesicht hinhalten für die Unwahrheit quasi, für Propaganda. Eine Frage damit. Um das mal so auszudrücken, wie ich es wirklich denke. Reinstecken. Ich hack nochmal nach, warum haben Sie denn daran die Lust verloren? Der Dude hat eine krasse Stimme. Ja, fühle ich auch. Just Guy from Alabama, bro. Schön knackig, ne? Knackig in den Männern, da? Ihr Gesicht für Phoenix in die Kamera zu halten. Das ist über die Jahre sehr schwierig gewesen. Wir wissen, wie stark der politische Einfluss über die Gremien ist durch politische Parteien. Wir wissen, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Posten nach Proporz vergeben werden und dass entsprechend sich auch geäußert werden muss. Wenn aber nun jemand wie ich kommt, den das den Teufel interessiert und der sich für Tatsachen interessiert und deswegen vielleicht zuweilen mal aus CDU-Seite und dann wieder aus SPD-Seite Beifall bekommt für das, was er sagt, aber im Wesentlichen gar nichts darauf gibt, dann ist das eine schwierige Existenz. Aber wenn es dann so geht, wie eben zum Schluss bei Phoenix, als ich mir gedacht habe, dass ich diesen Beruf nicht fortsetzen möchte, den ganzen Beruf nicht nur meinen Job bei ARD. Das war eine Woche, da gab es wieder einen Palästina-Zwischenfall. Dann haben wir bei Phoenix, wo es ja hieß, ich habe ja diesen Sender mitgegründet, ich habe die erste heiße Sendeprobe gefahren, die lief unter meiner Verantwortung. Der ursprüngliche Slogan des Senders war, machen sich das ganze Bild. Wir hatten also Palästina-Krise und dann haben wir 6 Tage lauter israelfreundliche Personen gehört, die in ihrer Meinung auch eindeutig Free Palestine auf einer Seite lagen, nämlich mit Palästina sozusagen nichts am Hut. Und da habe ich dann gesagt, okay, das möchte ich ändern. Ich bin Chef vom Dienst in dieser Woche, ich verantworte das. Also habe ich die Hamas angerufen und habe um einen Gesprächspartner gebeten. Und die waren so klug und so, wie soll man sagen, vorausschauend, dass sie mir einen 70-jährigen Bauer zur Verfügung gestellt haben, dessen erster unschuldiger Satz war, durch die Absperrungen kann ich meine Ölbäume nicht pflegen. Diesen Satz hatte er soeben gesagt, da rief der Programmgeschäftsführer an, der jetzt Gott sei Dank in der ARD überall rausgeflogen ist und abgestürzt, weil er einfach kein guter Charakter war, glaube ich. Der rief an und sagte, nehmen Sie diesen Mann vom Sender. Dann habe ich gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt 6 Tage ein einseitiges Bild bekommen und das ist das erste Mal, dass hier was ganz Neues passiert. Und ich habe auch Zusagen gegeben, dass wir ihn ausreden lassen. Das halte ich für anständig. Oh, das ist wichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man immer versucht, neutral zu berichten. Aber ich glaube halt heutzutage und auch damals schon, dass das einfach nicht richtig möglich ist. Also ich glaube auch nicht, dass wirklich Medien und Nachrichten dafür da sind, um Menschen zu informieren. So, da fange ich schon an zu zweifeln. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Tools da sind, um uns wirkliche, echte Informationen zu geben, damit wir dann aufgeklärt sind. Ich glaube nicht, dass es der Grund ist, warum es das gibt. Sondern wir sollen mit bestimmten Informationen gefüttert werden, damit wir. Es geht nicht darum, uns aufzuklären. Das ist meine persönliche Meinung. Abgesehen von der journalistischen Gepflogenheit, so Kleinigkeiten erwähnt man ja gar nicht mehr. Da hieß es, nein, wenn Sie denn nicht sofort vom Sender nehmen, dann werden Sie als Chef vom Dienst da aus der Schicht ersetzt. Jemand anders macht weiter. Und da habe ich dann mich verabschiedet und habe eine Videokassette
ins Fach schieben lassen und den Rest der Sendestrecke mit Videokassette, das waren noch Zeiten, war? Kassette gefüllt und bin erst mal 2 Stunden draußen spazieren gegangen, um mir klar zu werden, ob das jetzt... Das Wort Nachrichten sagt doch schon alles, ja. Danach richten. Aber über solche Sachen machen sich ja Menschen heutzutage gar keine Gedanken mehr. Die Macht der Sprache. Was kann man mit Sprache alles beeinflussen? Was ist, wenn ich so und so, wenn ich die Wörter mal auseinandernehme? Unterhaltung, Nachrichten, Fernsehen und so. Und dann vielleicht darauf komme, warum diese Tools überhaupt in unserem Leben sind. So, was überhaupt der Ursprung davon ist. Und was, weißt du, was ich meine? So. Und das finde ich interessant. Mit diesen Sachen will ich mich beschäftigen, weil ich will raus aus dieser Matrix, aus diesem Leben, wo ich nicht wirklich selbst bestimme. Leute denken, sie sind selbstbestimmt, aber sie handeln nur nach den Sachen, die sie den ganzen Tag oder ihr ganzes Leben lang eingetrichtert bekommen haben. Und du bist erst selbstbestimmt, wenn du dich von diesem ganzen Scheiß mal wieder abkapselst und versuchst wirklich zu verstehen, was passiert, dann kannst du eigene Entscheidungen treffen. So. Und das ist das Ziel. Weißt du? Und deswegen gehe ich auch den Weg, den ich gehe und mache hier keinen Fitner oder ziehe mir irgendeinen unnötigen Scheiß rein, der niemandem irgendwas bringt. Weißt du? Der Schlusspunkt war, das war ja eindeutig. Das heißt, Sie blicken mit überwiegend negativen Gefühlen auf diese Zeit zurück, verstehe ich das richtig? Das kann ich nicht sagen, sondern das war einfach ein wichtiger Baustein in meiner nun nicht mehr so ganz kurzen Lebensgeschichte, in der ich gelernt habe, wie politische Korruption, journalistische Korruption, Gesamtlage Korruption Deutschland sozusagen als Washingtoner Kolonie, man kann ja nicht mal sagen amerikanisch, weil amerikanisch finde ich ein sehr schönes Wort, aber in Amerika herrschen ja nicht Amerikaner, weil eine kleine, miese, korrupte Clique tut das. Und die sagt auch... Er findet auch klare Worte, der Cousin, ne? In Amerika herrschen nicht Amerikaner. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass eigentlich Amerika ja den Ureinwohnern gehört, aber geruled wird von eigentlich ursprünglich Europäern. Da fängt es schon an, Digga, weißt du, wie ich meine? Aber da wollen wir jetzt nicht reingehen. Er sagt so, wie es ist. Also es herrschen ja nicht die Amerikaner, sondern es ist eine kleine Clique. Sehe ich genauso. Click it in, man. Dem wirklich gesundheitlich schwer angeschlagenen Joe Biden, wo es lang gehen hat. Und das merkt man auf Schritt und Tritt. Und diese Art Deep State-Herrschaft, wobei wir als Kolonie ja nicht mal unseren eigenen Deep State haben dürfen, wir müssen dem aus Washington gehorchen. Digga, der macht Real Talk, sag ich dir so, wie es ist, Alter. Wir dürfen nicht mal unseren eigenen Deep State haben. Das hat er geil gesagt. Und so Dinge, die finde ich so grotesk, dass ich daran... wie soll man sagen, nicht mehr teilnehmen möchte, in gar keiner Weise. Aber können Sie etwas genauer ausführen, wie der Einfluss dort genommen wird? Sie können ja aus eigener Erfahrung berichten. Man sieht ja jetzt auch, wenn wir uns die Medienlandschaft in Deutschland anschaut, dass sie ganz klar in eine Richtung geht. Egal mit welchem Thema man sich eigentlich beschäftigt, man weiß meistens schon im Vorhinein, wie die Narrative aussehen werden. Deswegen... So ist es. Ja, viele Menschen zu dem Schluss, dass es so etwas wie eine übergeordnete Macht geben muss. Also können Sie da ein wenig Licht ins Dunkel bringen, Herr Hörsel? Ja, wir haben ein schönes Beispiel gehabt bei Phoenix. Da war ein netter Redakteur, ich will mal sagen, nicht die hellste Kerze am Baum, aber ein netter Typ. Und der hat dann von der Transatlantikbrücke so Kurse besucht und danach war seine Karriere unaufhaltbar. Also das sind so Dinge oder wie soll man sagen, das Letzte, was ich gemacht hatte vor dem Beschluss, mich aus dem Journalismus zu lösen, das war, dass ich mich für einen Korrespondentenposten in Berlin beworben hatte für Phoenix. Und dann hat man jemanden genommen, wie soll man sagen, der deutlich jünger war als ich und auch nicht die Erfahrung und Fähigkeit hatte. Und aber parteipolitisch eindeutig angebunden. Ja, naiv halt, leicht steuerbar. Das zieht sich in alle Bereiche so. Du kannst heutzutage kaum noch erfolgreich sein, wenn du kein NPC bist. Wenn du kein NPC bist, hast du es schwer, egal in welchem Lebensbereich. Da habe ich dann gefunden, das finde ich, wie soll man sagen, eine bemerkenswerte Wahl, die für mich Konsequenzen hat. Ja, da kann ich dann nicht dabei bleiben. Und die Palästina-Frage, das war so der absolute Auslöser, wo man merkte, so geht's gar nicht. Ja. Und wie wird das fühlbar? Sie merken ja, also jetzt wissen wir es sowieso ganz genau, ja, wir haben ja ganz hervorragende Berichterstattungen 2014 gehabt, auch aus ARD und ZDF über die Nazis in der Ukraine. Und heute gibt's sie gar nicht mehr.
Die sind einfach verschwunden, Digi. Genauso wie Corona auf einmal verschwunden ist aus den Medien. Von einem Tag auf den anderen. Boom. Da merkst du, wie der Laden funktioniert. Sag ich dir so, wie es ist. Das ist ja krass. Wir haben. Wie erklären Sie sich das? Das erkläre ich mir dadurch, dass es eine klare Anordnung gibt, dass das nicht stattzufinden hat. Ganz einfach. Woher kommt. Passt einfach jetzt nicht ins Narrativ rein. Damit verwirren wir die Menschen nur noch. Und da merkst du, es geht bei Nachrichten nicht darum, Menschen aufzuklären. Es geht darum, ein bestimmtes politisches Narrativ den Leuten aufzudrücken, damit die das unterstützen, was die Politik quasi macht und entscheidet und tut so. So, wenn du jetzt darüber berichten würdest, dass in Ukraine sehr viele Nazis am Start sind und dass die Typen, die da in der Regierung teilweise drin sitzen, sehr viele so dubiose Sachen gemacht haben und 2014 da auch noch von berichtet wurde, wenn du das heute berichten würdest, so, dann werden die Leute die Sachen wieder anders bewerten, genauso auch mit den Waffenlieferungen und so. Wirst du eine andere Bewertung vom Volk haben, dann wirst du nicht so viele Leute haben, die sagen, ja, wir müssen da Waffen liefern, wir müssen uns da einmischen, wir müssen helfen, wir müssen dies, wir müssen das. Wenn du wirklich neutral und echt berichten würdest, so. Diese Anordnung, wie kann man sich das vorstellen? Das läuft, also Sie werden jetzt kein Dokument finden, wo irgendein amerikanischer Offizieller einem deutschen Offiziellen schreibt, Das ist genauso wie Ernst Wolf vorhin gesagt hat, wenn die wirklich zeigen würden, wie Leute da gerade verrecken und mit was für Methoden da gearbeitet wird und wie viele Menschen sterben, ne, dann würden auch die ganzen Leute das nicht mehr so krass unterstützen und sagen, wir müssen, weißt du? Sehr geehrter, sowieso, wir wollen das nicht mehr, sowas gibt's nicht. Sondern wir sind ja eine telefonisch regierte Republik. Wenn hier irgendwas passiert, dann hat man sich irgendwo getroffen, hat was abgesprochen, da gibt es Hintergrundgespräche. Wir hatten schon unter Frau Merkel Vergatterungen von Chefredakteuren. Da ging es damals um den sagenhaften Migrantenzustrom. Kleines Beispiel, nur 2011 schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch eine wunderbare Rezension von Kelly M. Greenhill, Harvard-Professorin. Kelly M. Greenhill? Kelly M. mit den Männern, da, warte mal ganz kurz. Die hatte geschrieben ein Buch über Migration als Waffe. Also auch krasses Thema. Sagen auch viele, ne, dass es als Destabilisierungstool genutzt wird teilweise. Diese Waffe von Frau Merkel gegen Deutschland und Europa gekehrt wurde, durfte von Frau Greenhill nicht mehr geredet werden. Also diese Art Dinge zeigen so eindeutig, das, wie soll man sagen, drückt sich durch den politischen Betrieb. Und da wir ja in den Aufsichtsgremien von ARD und ZDF diese ganzen politischen Köpfe haben, die ja nichts anderes sind als Umsetzer, ist es ganz leicht, Gespräche zu führen, in denen auch, so wird man ja auch ausgewählt, ja, in denen ja nicht viel Worte gemacht werden müssen. Sondern da wird dann zum Beispiel gesagt, ja, also wir haben ja in der Ukraine diese und jene Situation. Und da muss man ja schauen, sozusagen, dass man dem ukrainischen Volk hilft oder sowas. Das wird einfach für so verklausuliert, dass da nichts mehr feststellbar ist. Selbst wenn man die Gespräche in irgendeiner Form mal veröffentlichen könnte. Was selten ist, ist eben, dass Victoria Nuland abgehört wird und wir aus ihrem Bund erfahren in einem Telefonat mit einem anderen amerikanischen Diplomaten, dass die USA bis 2014 5 Milliarden Dollar ausgegeben haben in der Ukraine, um das System zu verändern. Ja, das ist toll. Das machen die oft, die Jungs innen von drüben. Ich mir zum Beispiel die Frage, wie viel Milliarden haben eigentlich unsere amerikanischen Freunde ausgegeben bisher in Russland? Um da einen Regime-Change sicherzustellen. Und ich schätze, dass diese Zahl eher bei 100 Milliarden liegt und kein Mensch redet drüber. Weder Russen noch Deutsche noch sonst irgendwer. Und das finde ich hoch bemerkenswert und weil keiner drüber redet, hochgefährlich. Und wie haben Sie das damals in Ihrer aktiven Karriere erlebt? Sie haben jetzt gerade ja ausgeführt, dass es eben diese Hintergrundgespräche gab in den Hinterzimmern. Ja. Finde ich gut, dass du mit dem Gendern angefangen hast. Hey Leute, nehmen das echt ernst, ne? Das ist krass. Ihr müsst verstehen, Jungs innen ist ein Scherz, ist ein Joke. Weißt du, wie ich meine? Jungs sind Jungs. Und wenn du innen hinten dran hängst, dann ist kein Gendern. Scheiße, Alter. Ich hab das bei YouTube in den Kommentaren auch gelesen, dass Leute echt... Egal, Digga, lass mir so, ist gut. War damals auch schon involviert? Haben Sie... da etwas mitbekommen? Ja, das fing früh an. Also ich fing beim Sender Freies Berlin an. Das war Leute sind geil, Digga, ich schwör's dir. Erster ARD-Job und dann kam da der erste Wahlkampf in der Zeit dieses Jobs.
Und dann erschien die Dame, die da irgendwie chefmäßig unterwegs war, Annette Groth, mit einem Berliner Bauunternehmer verheiratet, der viel Geld besitzt, denke ich. Und dadurch konnte sie sich einen Lebensstil leisten, den sie sonst sich nicht hätte leisten können. Und sie war stramm bei der CDU und sie war sehr aggressiv in dieser Richtung unterwegs. Dann kam sie also in unser Großraum-Redaktionszimmer und stellte sozusagen inhaltliche Anordnungen. Wir sollten dies und das machen. Und dann hat sie mich befragt, was ich von ihren Anordnungen halte. Und da habe ich sie freundlich angelächelt. Ich war damals ziemlich arrogant. Und habe ihr gesagt, das sei jetzt mein erster Wahlkampf in einer öffentlich-rechtlichen Anstalt und ich finde dies sehr interessant. Das hat sie so geärgert, dass sie danach, als ich dann weggehen wollte zum Mitteldeutschen Rundfunk, buchstäblich alles unternommen hat, um diesen Wechsel irgendwie zu stoppen. Und das war alles verheerend. Ich saß zum Beispiel beim Chefredakteur des Mitteldeutschen Rundfunks, kennte mich zum Vorstellungsgespräch. Und ich wusste ja nur, die CDU ist stark in Sachsen und in den neuen Bundesländern auch kraftvoll. Leon, welche Partei würdest du wählen? Gar keine. Lovelock-Partei, bro. Und wollte ihm klar machen, dass ich jetzt nicht vorhab, irgendwessen Büttel zu werden. Ich war ja auch nicht Parteimitglied irgendwo. Und also habe ich zu ihm gesagt, ein CDU-Schonprogramm wird mit mir nicht zu machen sein. Der hat das geschluckt, das Gespräch war danach kurz und er muss also Gift und Galle gespuckt haben. Jedenfalls der Fernsehdirektor Röhl, der von ARD aktuell kam, der hat mich angerufen und hat, der mochte, kennte mich nicht, muss man dazu sagen, das sind alte Geschichten, Röhl ist tot, ja. Der hat dann zu mir gesagt, musste das denn sein, Hörstl? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, der Typ, mit dem ich da geredet habe, ist auch bloß ein Vollstrecker. Und es ist vielleicht ganz wichtig, dass er weiß, dass ich nicht mit vollstrecke. Ja. Und so, das war ganz offen mit dem Fernsehdirektor. Der hat mich immer unterstützt. Ich war dann sehr populär bei den Menschen, weil die gemerkt haben, da ist ein bisschen anderer Wind. Aber ich bekam öfter mal das Maul verboten. Also zum Beispiel habe ich immer die Arbeitslosenzahlen, die ja damals in der ehemaligen DDR hochgingen, kommentiert mit Sprüchen. Zum Beispiel, dass ja Deutschland auch die Sozialcharta der Vereinten Nationen unterschrieben hat und deswegen Arbeitslose nicht gehen. Oder ich zitierte beim nächsten Monat, als wieder die Arbeitslosenzahlen kamen, den Frank Zappa. Ja, und der kommt ja aus einem großindustriellen, schwerreichen Haus und hat mal den Spruch gebracht, die Politik sei die Unterhaltungsabteilung der Industrie. Und der wurde mir dann weggestrichen. Also das Politik sei die Unterhaltungs, das ist geil, Digga, der ist gut, Bro. Und es ist ständig solche Nummern. Also von Woche zu Woche war das ein Kleinkrieg, bis ich also sozusagen den Bogen raus hatte, wie viel Frech. Ja, aber das ist krass, dass das, also ich glaube damals, also heutzutage wäre er schon ganz schnell rausgeflogen. Damals hat man noch so gleich einen Spielraum gehabt, ne? Konnte man noch die ein oder anderen Sprüche bringen und so. Selbst da war es gefährlich, dann werden wir jetzt hören. Aber ich glaube, es gab damals auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Spielraum als heutzutage. Darf ich mir pro Woche erlauben. Und dann musste ich strategisch einsetzen, wann ich diesen Rahmen ausschöpfe. Aber da schon stank es mir. Ja. Das heißt, Sie mussten da immer gucken, wie weit dürfen Sie gehen. Ja. Das hat ja auch der eine von wie heißt er? Von Grenzgänger Studios erzählt. Also es ist immer wieder faszinierend, mal so ein paar ehemalige Mainstream, gerade auch vom Öffentlich-Rechtlichen, zu hören, wie deren Perspektive ist und wie der ganze Laden da gelaufen ist. Ne? Man sieht das ja jetzt auch, wenn wir heutzutage uns die Journalisten im Lande anschauen, sehen wir auch beispielsweise einen Tim Röhn von der Welt, der bei der Corona-Frage viel kritisiert hat, oder dann auch einen Julian Reichelt, den man dann letztendlich bei Bild ja auch rausgeschmissen hat. Aber vielleicht nochmal ganz, ganz konkret. Der Reichelt steckt ja auch hinter diesem Nios, glaube ich, ne? Dieses hier Trans ist Trend und der Peak, diese Dokumentation. Ach, gefragt. Also es ist dann, also Sie haben dann jetzt ja auch angesprochen, es gibt so etwas wie zum Beispiel die Atlantikbrücke. Oder es gibt den German Marshall Fund, den European Council on Foreign Relations. Diese ganzen, sonst irgendwas, ja. Diese ganzen Denkfabriken spielen ja scheinbar auch eine wesentliche Rolle. Wenn Sie damals beim German Marshall Fund gewesen wären oder bei der Atlantikbrücke, dann würden Sie jetzt nicht mit mir hier sitzen, sondern womöglich
weiter drüben mit einem ZDF-Journalisten und wären Korrespondent im Ausland oder dergleichen. Sehe ich das richtig? Nein, ich glaube, das sehen Sie völlig falsch. Denn ich wäre gar nicht in den German Marshall Fund aufgenommen worden und das Vorgespräch hätte ich vergeigt. Da kommen nur Marionetten rein, oder? In deren Sinne. Ich hätte mich auch nicht beworben, um das mal so zu sagen, weil das halte ich für vollkommen durchgeknallt. Entweder man ist ein guter Journalist oder man lässt es. Ja. Also das, aber es gibt ja sehr viele Journalisten, die in diesem Denkfall... Wir brauchen ein Gesetz, dass Nachrichten sich selbst finanzieren müssen. Nee, Digga. Also in Amerika wird das auf jeden Fall schneller passieren, aber auch hier wird es früher oder später auch passieren. Leider gibt es hier nicht so viele alternative Medien, die auch einen guten Charakter haben. So, wir haben über PBD vorhin geredet, der hat einen guten Vibe. Weißt du, das sieht alles geil aus. Joe Rogan, das sieht hochprofessionell aus, das hat Fernsehqualität. Und in den nächsten Jahren, Jahrzehnten werden Mainstream-Medien einfach nicht mehr interessant sein für die Leute. Die werden sich ihre Informationen aus solchen Quellen rausziehen. Aus alternativen Plattformen, die so breit wie möglich berichten, wo du das Gefühl hast, okay, die beziehen viele Faktoren mit ein, wo du noch mehr auf jeden Fall das Gefühl hast, dass du informiert wirst, als von den Mainstream-Nachrichten, Mainstream-Medien. Ich glaube, die werden immer weiter runtergehen. Das siehst du jetzt schon an den Zahlen, was die teilweise für Einbußen haben. Es muss halt wirklich gerade in Deutschland auch mal professionelle Alternativen geben. So richtig professionelle Alternativen. Deswegen finde ich es auch so schade, dass so ein KenFM sich ein bisschen zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Der wäre für mich auf jeden Fall ein Kandidat, der so in eine ähnliche Richtung gehen könnte wie PBD oder wie Joe Rogan oder so, dass er einfach eine Plattform, so wie damals KenFM hat und da auch stattfindet wirklich und Interviews führt und aufklärt und seine Dinge tut. Das wird nämlich in Zukunft immer wichtiger werden, weil immer mehr Menschen sich aus diesen Quellen informieren werden, hundertprozentig. Kriegen sitzen, die Karriere machen. Ja. Ich denke da auch an einen Wissenschaftler, der die ganzen Verbindungen da mal aufgezeichnet hat. Das kam auch damals, ich meine 2014, 15 in der Anstalt. So ist es. Sie erinnern sich vielleicht an die Folge, die dann damals aus der Mediathek genommen worden ist. Ich glaube, Uwe Krüger war der Journalist aus Leipzig, der das aufgedeckt hatte in seiner Dissertation. Also da spielen die Denkfabriken doch schon eine wesentliche Rolle bei der Beeinflussung der... Ja, das Problem ist ja... Sophisticated macht er ja, der Ken, kann ich nur empfehlen. Ja, der hat halt eine neue Richtung eingeschlagen, mehr oder weniger. Aber ich fand es halt auch eigentlich sehr wichtig, was er gemacht hat. So. Ist ein sehr wichtiger Kandidat auch in der Pandemiezeit gewesen. Und aber das ist natürlich, man muss natürlich das mit seinem eigenen Leben auch vereinbaren, was einem selbst am besten tut. Und ich glaube, auf diesem Sophisticated redet er auch mehr über auch spirituelle Geschichten, Bewusstsein und so. Und es tut ihm, glaube ich, als Mensch einfach besser. Und deswegen hat er sich so entschieden. Aber ich glaube halt, so eine Plattform sind halt auch extrem wichtig. Weißt du, wie ich meine? Also so eine Plattform wie KenFM und so. Wir so viel Umdrehungen weiter. Und Julian Reichelt, der mal so ein bisschen gegen die Corona-Maßnahmen stänkert, ist ja schon Mainstream. Wir haben das immer wieder mal in größeren Medien. Tatsächlich, der Springer-Konzern ist da etwas, geht etwas weiter als andere. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Das Thema ist, dass wir hier heutzutage wie im Mittelalter um die Planeten herumeiern. Damals durfte man... Julian it out, bruv. Hey, Bro, jeder so, wie er möchte. Ich fand die Dokumentation auf Neos auf jeden Fall crazy. Und wenn der da dahinter steht, dann hat er da was Gutes getan. Wir haben uns ein, zwei Videos von ihm reingezogen, fand ich auch stark. Ich bewerte die Sachen, die ich mir reinziehe. Fertig aus. Was der im Hintergrund noch macht und was er nicht macht, habe ich gar keine Ahnung, Bro. Ich kenne den Typen nicht so krass. Ich weiß, der war mal bei der Bildchef und hat dann sein eigenes Ding gemacht. Solange einer für mich gute Informationen rausgibt, von denen ich was lernen kann und wo ich sage, das ist gerade wichtig, diese Informationen so rauszugeben, kann ich nichts Schlechtes drüber sagen. Aber wenn ihr ihn nicht feiert, müsst ihr ihn ja nicht reinziehen. Sagen, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und heute darf man nicht sagen, dass der Virusbeweis fehlt. Nicht nur bei Corona, sondern überhaupt. Oder es nur zwei Geschlechter gibt. Stark. Von Seite kurz aufgemacht. Oder es nur zwei Geschlechter gibt. Jetzt habe ich gerade vor zwei Tagen mit einem netten türkischen Familienvater drüber gesprochen. Das heißt, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir haben zwei Geschlechter und das kann jeder sehen. Und dabei bleibt es jetzt. Ja. Also das sind so... das sind so Dinge, wir sind nicht mehr in der Lage, auch in der Opposition nicht in der Lage, die ja beim Thema Corona, ich habe das mal untersucht, ob ich das jetzt alles wieder zusammenkriege, weiß ich nicht, sechsfach gespalten ist. Ja.
Da geht es schon um die Frage, war das eigentlich eine Pandemie oder war es eine Plandemie? Wenn es eine Pandemie war, wie kommt das, wichtig, 2009 die Zahlen so nach unten gedrückt werden, ab wann man etwas zur Pandemie erklärt, nämlich nachdem das Geschäftsmodell Schweinepest, sozusagen Schweinegrippe, fehlgeschlagen ist, hat man da einfach mal die Pandemiezahlen gesenkt. Und ich weiß noch, ich habe das 2009 kommentiert und habe gesagt, wow, das ist aber verdammt gefährlich gering. Da können ja Corona war ein Scam, nochmal. Ein paar hustende Schweine sozusagen die ganze Welt in Aufruhr bringen. Und genau so ist es dann gekommen. Und andere haben auf viel besserem Niveau, Stefan Lang. Hört sich hart an, ist aber so. und so weiter. Diese Dinge aufgezählt. Und wir können nicht diskutieren. Die AfD bringt durch ihre wunderbare Alice Weidel eine reine Symptomdiskussion. Nicht? Also warum denn hier unnötig Masken und warum hier Wirtschaft Zusammenbrüche in Kauf nehmen durch überzogene Regeln, die man nicht braucht. Und das war's. Hinter die Dinge gucken, Konzernmachenschaften offenlegen, Planmäßigkeit des Verfahrens. Wir haben eben eine Plandemie und nicht eine Pandemie. Das ist alles schon innerhalb der Opposition umstritten. Und hier stelle ich fest, läuft das eben wie zu Zeiten des Vietnamkrieges, als Dan Ellsberg seine Papiere nach draußen schaffte, dass wir hier praktisch geheimdienstlich unterwandern. Mercedes sagt gerade, Schweinegrippe war der größte Betrug. Bro, wie jetzt, Digga? Schweinegrippe war nur der Vorreiter von dem anderen Laden, der dann um die Ecke gekommen ist. Schweinegrippe wurde niemand geimpft. Impfstoff wurde teilweise verkauft, ja. Aber so Leute wie der Wodak haben davor geschützt, dass Menschen sich nicht mit dem Scheiß impfen lassen und das Spiel nicht mitspielen. Und am Ende ist dann rausgekommen, dass es gar keine Schweinegrippe wirklich gab eigentlich. Und dann haben sie das nächste Mal angesetzt. Weißt du, wie ich meine? Das ist der nächste, okay, was ist der nächste Ding? Okay, ja, komm, das schaffen wir schon irgendwann. Das sind die ganze Opposition. Man kann keinen Friedenstaubenzüchterverein mehr gründen. Und die ganzen Grippen davor auch, ja, Vogelgrippe, dies Grippe, das Grippe. Das ist Marketing. Ohne einen Agenten drin zu haben, hat mal der Anwalt Dominik Storr gesagt. Und das ist Fakt. Aber Sie meinen wirklich, dass die ganze Opposition in Deutschland vom Geheimdienst unterwandert ist? Jetzt sind hier die spannenden Themen. Die ganze Opposition in Deutschland von den Geheimdiensten unterwandert ist. Das ist, finde ich, ein spannendes Thema hier mit der Kontrolle der Opposition und so. Überall da, wo sich Oppositionelle zusammentun, werden Leute hinzugebracht, die den Laden in Schach halten. Das ist so. Das ist Teil eines Gesamtmarschbefehls. Es ist halt die Frage, in welchem Ausmaß und bei welchen Menschen. Weißt du, was ich meine? So bei welchen Teilen von der Opposition? So, weil ich glaube nicht, dass jetzt zum Beispiel so Leute wie jetzt, also ich kann dir ein paar aufzählen. KenFM, Ketzer der Neuzeit, Ernst Wolf, Belasch, ich, Kianusch. Selbst wenn wir uns alle zusammentun, so, und wir sind ja mehr oder weniger alle in Kontakt und diese ganzen Sachen, da ist ja niemand jetzt von uns irgendwie, weißt du, wie ich meine? Wir sind ja nicht unterwandert von irgendeinem Geheimdienst oder so, weißt du? Ist immer die Frage so, okay, ab welcher Größe oder ab welchem Gefährlichkeitslevel wird das dann passieren quasi, weißt du? Und wenn wir uns dann so etwas wie Querdenken anschauen um Michael Ballweg, ist ja, das dann... Ja, zum Beispiel hat die Querdenkenbewegung intensiv daran gearbeitet, dass eine Virusdiskussion auf den dortigen Demonstrationen nicht stattfinden darf. Und als dann einmal unsere Frau Dr. Barbara Kahler, die unsere Wissenschaftlerin ist und Bahnbrechendes leistet in Deutschland zu diesem Thema gerade, dann auch zu einer der beiden August-Demos eingeladen war, saß sie 7 Stunden mit über 70 Jahren hinterm Lautsprecherwagen auf ihren Auftritt zu warten. Und da haben so Geistesgrößen wie Claudio Sieber gesprochen vorher. Nachdem es aber erst hieß, Politiker dürfen gar nicht, der war aber irgendwie Grünen-Politiker. Also die Querdenkenbewegung ist für mich eine hochproblematische Organisation mit sich. Echt, Digga? Sind wir nicht auch da? Querdenken? Ich wusste gar nicht, dass das eine Organisation ist. Ich dachte, das ist einfach nur ein Diffamierungsbegriff gewesen, Querdenker. Ich wusste gar nicht, dass das ist. Ist das ein Verbund oder was, Digga? Ja, netten Menschen. Und das gilt auch für mich, für die AfD, wo wir sehr gutes Parteifußvolk haben sozusagen und eine höchst fragwürdige Führung in der Gestalt von der Frau Dr. Weidel, die ihr Leben zunächst bei Goldman Sachs und dann im Firmenumfeld verbracht hat. Und wie arbeiten dann da? Goldman Sachs, BlackRock, dies, das, bla bla bla. Naja, da muss man schon hingucken. Die Geheimdienste? Also wird dann ein Mann wie Michael Ballweg, ist das dann womöglich nur ein V-Mann? Also wie erklären Sie sich das? Also Geheimdienstarbeit ist was sehr Kompliziertes, Vielschichtiges, Vielseitiges. Das kann man nicht schematisch sehen.
Und als ich einen netten BND-Freund hatte vor vielen, vielen Jahren, als ich in Afghanistan unterwegs war und hatte mal eine 3-Monats-Phase, wo ich ihm berichtet habe. Nach genau festgelegten Regeln, die wir alle akzeptiert hatten. Der pakistanische Generalstab, pakistanische Geheimdienste und die deutsche Seite und meine afghanischen Kontakte auch. Der BND, hat der überhaupt was zu melden oder ist eigentlich unser Geheimdienst auch CIA? So, weil vom BND hört man wenig auch, ne? Ich glaube nicht, dass die wirklich so ein verlängerter Arm von der CIA, glaube ich, mehr oder weniger. Querdenkenbewegung war komisch von Anfang an. War komisch, sagst du? Querdenken in den Männern, da? Daran habe ich mich gehalten, aber der hat damals gesagt, wissen Sie was, ich kann Ihnen unheimlich viel über Geheimdienste erzählen, aber lesen Sie einfach John le Carré, der ist gut. Und das kann ich hier nur empfehlen. Mhm. So ist das und das läuft auf ganz vielen... Obwohl ich dazu jetzt gerade sagen muss, zu dem, was ich eben gesagt habe, im Optimalfall sollte man ja auch nicht viel von Geheimdiensten mitbekommen, denn es ist ein Geheimdienst. Ist das schwer? Mir gerade eingefallen. Und viele, viele sind unwissend und manche sind sehr wissend und manche werden auch für ihre Dinge bezahlt. Und es ist sehr schwierig, das auseinanderzuhalten und festzustellen, ich bin auch bloß ein einzelner Mensch, ich habe nicht mal ein richtiges Büro, keine Sekretärin. Jetzt lernt gerade eine Referentin das Laufen bei uns sozusagen, das ist was ganz Neues, ehrenamtlich zunächst. Furchtbar schwierig. Und ich habe lange studiert, das Parteiensystem durch 2 Gründungen hinweg, um eine Parteiunterwanderung sicher zu machen. Und war auch schon mal bei dem Spruch zu sagen, die intellektuelle Herausforderung ist heute nicht ein gutes Parteiprogramm, sondern wie mache ich meine Parteiunterwanderung sicher? Also schwierig. Es ist wirklich knallhart. Ist die AfD unterwandert? Ja, natürlich. Oh shit, jetzt sind wir da, Digga. Das sieht man ja. Also wenn jemand sich in den Bundestag stellt und kommt nicht auf die Idee, wie soll man sagen, die Machenschaften hinter Corona und wie das kommt und die Konzerne anzugreifen und sonst irgendwas, sondern beklagt, wie schlecht es der Wirtschaft geht und die macht das so toll, die Frau Dr. Weidel, dass alle hinterher finden in der AfD, alle die, auch, die nicht richtig Bescheid wissen politisch und das ist die große, große Mehrheit, und sagen, das war eine ganz tolle Rede. Und ich habe das dann bei mir untersucht, bei Facebook. Und ich glaube, ich habe einige Leute davon überzeugen können, dass solche Art Reden hochgefährlich sind, weil sie die Tatsachen übertünchen, überdecken und sie stellen nur Symptomfragen, keine Systemfragen. Und ich bin hier der Typ für Systemfragen. Das heißt, sie sagen... Krass, würde ich mir eigentlich auch mal gerne reinziehen, so ein bisschen. Dieses, was er da gerade gesagt hat, was er bei Facebook gepostet hat, so. Natürlich da auch jetzt nicht so krass im Thema, ne? So eine Partei wie die AfD ist unterwandert. Jetzt gibt es ja auch noch andere Parteien, wie zum Beispiel die Basis. Auch? Ist die auch unterwandert? Selbstverständlich. Ich sagte ja, okay. Die können keine 7 Mann zusammentun, wie Dominik Storr ganz richtig gesagt hat, ohne dass irgendwer dazukommt, der ein anderes Interesse hat. Und bei der Basispartei ist das völlig eindeutig, dass das so gewesen ist. Die haben dann irgendwann mal einen Professor vorgestellt. Der war das nicht Basis? Ist das nicht auch da, wo der Dings hier? Wie heißt er? Carsten Stahl war der nicht, oder wo war Carsten Stahl mit dabei? Großer, der war Fachmann für Klimalügen. Ja? Also das ist doch absurd, was hier passiert. Und dieses Thema, ich sage das jetzt so, und Sie sagen die Basispartei, die AfD. Junge, Junge, kann ich nur sagen, ich habe in der AfD und in der Basispartei... Wodak war Basis, okay. Stahl ist Freie Wähler, okay, weiß ich Bescheid. Richtig. Sympathische, hoch engagierte, absolut ehrliche, treue und verlässliche Menschen kennengelernt. Und mich schmerzt das. Das ist in Deutschland auch wegen der Medienlage und auch wegen des wahnsinnig miesen Zustands unseres Journalismus nicht möglich ist, da die richtigen Fragen zu stellen. Ich meine, die Basispartei, da gibt es ja dieses Oval Media, diese Firma, die da den ganzen Außenauftritt gemacht hat. Und das habe ich mal auf meiner Website, ist der Beitrag Christoph Hörstl.de untersucht, dass Oval Media ohne zahlungskräftige Kunden, die ihrerseits sämtlich in ihrem Budget mehrheitlich von staatlicher Unterstützung leben, nicht denkbar wäre. Und das Parteidesign von der Basispartei war fertig, bevor die Partei überhaupt gegründet war. Wie geht denn sowas? Ich meine, Parteidesign ist ganz typisch eine Geschichte, die die Mitglieder beschließen müssen, sozusagen. Also ich kann mir das auf jeden Fall auch schon vorstellen, dass es Leute gibt, die extra Parteien gründen, damit so ein bisschen die Bevölkerung, damit es irgendwie eine Alternative gibt für Deutschland. Oh shit, vielleicht kommt da der Name sogar her. Alternative für Deutschland,
damit die Leute das Gefühl haben, oh ja, Digga, auf die können wir uns verlassen, bla bla bla. Und dann kommt das Erwachen irgendwann früher oder später. Weißt du? Oder? Könnt ihr euch nicht vorstellen? Und dann geht's weiter. Und der Außenauftritt ist so wichtig für den Zusammenhalt einer solchen Geschichte. Aber das war schon fertig mit diesen wunderschönen bunten Strichelchen da. Mhm. Und Ihre Partei, also kommen wir, ich hatte es ja auch in der Intro schon gesagt, dass ich mich mit Ihnen auch heute über Parteien reden möchte und dabei auch in den Fokus nehmen möchte, wie das bei Ihnen gelaufen ist. Jetzt hatten Sie es zu Beginn schon richtig gestellt, dass Sie 2013 die Partei Die Neue Mitte gegründet haben. Die haben Sie dann nach wenigen Wochen verlassen und daraufhin haben Sie die Partei Die Deutsche Mitte gegründet und die haben Sie dann 2017 verlassen, wenn ich mir das hier richtig notiert habe. Und am 12. November 2017 haben Sie dann die Partei Die Neue Mitte gegründet. Wiedergegründet. Weil der alte Name frei war, beim Bundeswahlleiter ging ja, das. Ja. Da sieht man auch noch die alte Mitte, den Man. Neue. War aber okay, wie stellst du sicher, dass deine Partei nicht unterwandert ist? Ich glaube, die Frage wird jetzt auch noch kommen, ne? Sozusagen als ehemalige Partei, ja. Und Ihre Partei ist aber nicht unterwandert. Das würde ich auch als Abschlussfrage, glaube ich, nehmen für das Video. Und dann entweder die andere Hälfte noch weiter gucken, dann später irgendwann, oder darauf verweisen, dass die Leute gerne das ganze Interview unten in der Beschreibung abchecken können. Ja, da hast du recht. Aber Stahl hat sich einfach nachweisbar in Widersprüche verstrickt. Gerade bei diesem Thema doch sehr seltsam, oder nicht? Finde ich nicht, Digga, sage ich dir ehrlich. Ich habe bei Carsten Stahl ein gutes Gefühl, Digi. Ich habe den mehrmals schon getroffen, habe ihn in die Augen geguckt. So, ich glaube, der verfolgt eine gute Intention. Ich glaube, es ist ein guter Dude. Ich verfolge natürlich nicht alles, was bei ihm abgeht. So, ne? Ich habe nicht alles auf dem Schirm. Ich konzentriere mich mehr auf mich selbst, aufs echte Leben und diese Sachen. Aber diese Verbindung, die ich mit ihm hatte und was ich mir von ihm reingezogen habe und so, glaube ich, dass er ein wichtiger Mensch ist, gerade auch was die Kinder angeht und dass er auf sehr viele Sachen aufmerksam gemacht hat, was Kinderschutz angeht in Deutschland, Digga, wo wir, das ist ein Armutszeugnis, wie wir mit auch Menschen umgehen, die Kriminalität und sexuelle Sachen gegenüber Kindern machen und so. Und der hat da sogar einige Gesetze verändert in Deutschland und so und das kann man ihm nicht absprechen, so, weißt du, kein Mensch ist perfekt, jeder macht Fehler, so, aber ich glaube, dass er echt viel dazu beigetragen hat, dass nicht mehr so viele Kinder leiden müssen und das alleine, das, dafür sollte man ihm Respekt zollen, so, und das, diese Anerkennung und dieses so, diese Wertschätzung dafür sehe ich selten, weißt du, da sehe ich nicht viel und deswegen, bevor ich anfange, irgendwelche negativen Sachen bei ihm rauszusuchen, so, würde ich erstmal anfangen, das zu schätzen, zu wissen, was er schon für unser Land getan hat, mäßig. Aber wir sind ja generell als Deutsche immer so skeptisch unterwegs und suchen immer die Fehler bei Menschen, anstatt auch mal auf die Dinge aufmerksam zu machen, die einer getan hat, so. Gut getan hat, weißt du? Was Positives bewegt hat, so. Und das überwiegt meiner Meinung nach extrem, gerade beim Carsten Stahl, so. Ja, jedes einzelne Mitglied ist sozusagen handverlesen. Ich habe gesagt, bei den ersten 1000 Mitgliedern bin ich bei jeder Anhörung dabei. Wie viele Mitglieder haben Sie jetzt aktuell? Jetzt haben wir einige zig Mitglieder, also wenig. Wir halten das auch so. Und wir haben einen 150 Personen großen Unterstützerkreis. Und wie wir jetzt festgestellt haben, zwei... Grüße gehen raus an der Stelle an Carsten. Carsten in Man, Alter. Mag das Casted in Man zu sagen. Gib mir die Casty-Vibes, Bro. Gang. 2200 Geldspenden erhalten im letzten Jahr. Und das heißt, wir haben einen nach Tausenden zählenden Unterstützerkreis. Und das sind alles Kleinspenden. Wir haben noch nie, doch, wir haben tatsächlich mal als Ausnahme eine Spende im fünfstelligen Bereich bekommen. Ja, also das so ist das. Das ist wirklich, wirklich Grassroots. Und das Wichtige ist eben, dass wir sagen, jedes Mitglied muss hinter dem gesamten Programm und der gesamten Satzung stehen, in der Fassung, in der sie gerade gültig ist. Und wenn Programm und Satzung geändert werden, wollen wir hohe Zustimmungszahlen erreichen, um den Laden zusammenzuhalten. Deswegen haben wir zum Beispiel auch das Konsensierungsverfahren eingeführt, wenn es also mehr als zwei Möglichkeiten gibt, muss das angewendet werden bei Abstimmungen, dass man eben gewichten kann und kann dann, das haben wir alles, das ist alles satzungsgemäß vom Bundeswahlleiter abgesegnet,
Wir machen dann noch eine Schlussabstimmung sozusagen und vermeiden dadurch Abstimmungsergebnisse von 55%, weil die im Okay, Freunde, Digga, ich würde sagen, passt für mich an der Stelle. Bisschen jetzt hier Parteiwerbung, dies, das, bla. Fand ich aber trotzdem einen interessanten Talk. Vielleicht wird der auch noch interessanter hinten raus. Ich weiß es nicht, Digga. Freunde, YouTube, gerne eure Gedanken dazu wie immer unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Danke fürs Zuschauen. Ganzes Interview natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch gerne nochmal in voller Länge reinziehen. Ich fand es sehr interessant, gerade wenn es um die Themen Mainstream-Medien, ARD, Parteien in Deutschland, Unterwanderung der Opposition und so. Fand ich schon interessante Themen auf jeden Fall. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Wir sehen uns im nächsten Video. Daumen nach oben, Kommentar. Peace out. Gang.